Was macht man, wenn man sich alte Familienfotos ansieht und dabei auf das Bild eines SS-Soldaten stößt? Erstmal war Beata Markus verblüfft, dann ist sie neugierig geworden. Warum traten sie bei? Wo dienten sie? Was geschah mit ihnen während des Krieges? Sie findet wichtig, nicht nur ein genaues historisches Bild zu malen, sondern auch Schicksale und Lebensgeschichten vorzustellen, die dieses Kapitel der Geschichte menschlicher und verständlicher machen. Also ich denke, in vielen Familien ist die Interesse schon da. Also sie möchten selber darüber erzählen oder sie haben Fragen, die sie wollen eigentlich mehr wissen. Manchmal aber einfach durch reinen Zufall. Also eine erste Geschichte ist eigentlich die von meiner Familie, die Familie Gungel aus Mecsek-Nádasd. So, ich habe nicht gewusst, dass wir einen SS-Soldaten in unserer Familie haben. Wir haben einfach einmal mit meiner Oma alte Familienfotos angeschaut und dort habe ich ein Soldatenfoto gefunden mit Waffen-SS-Abzeichen. Und da habe ich schon mehrere Fragen gestellt, die eigentlich von meiner Oma nicht so wirklich beantwortet wurden. Erst in einer Online-Datenbank vom Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge habe ich mehr Infos dazu gefunden, dass der Onkel meiner Großmutter mütterlicherseits Freiwillige in der Waffen-SS war. Er war in der Waffen-SS-Division Götz von Berlichingen, der in der Normandie eingesetzt wurde. Also er starb in Frankreich bei dieser D-Day 1944. Aber mehr über sein Schicksal konnte ich bis heute nicht erfahren. Beata Markus hat es nicht leicht. Es ist immer schwerer, ungarndeutsche Familien zu finden, deren Familienmitglieder in der Waffen-SS dienten. Manchmal gelingt es ihr, durch einen Zufall auf eine Geschichte zu stoßen. Eine andere Geschichte war, dass ich einfach einen Roman zum Thema gefunden habe von einer kanadischen Schriftstellerin, Roxy Harms. Also ein ganz, sagen wir so, ein Zufall. Sie hat während einer Urlaubsreise in Costa Rica mit einem älteren Geschäftsmann getroffen, mit Adam Baumann, der gebürtig aus Elek, also aus Süd. Ostungarn stammte und der war auch Freiwilliger in der Waffen-SS. So, er war damals noch sehr jung, als 1944 er freiwillig in die Waffen-SS meldete, einfach aus Abenteuerlust. Er wollte nicht so Bauern sein wie alle in seiner Gemeinde, er wollte etwas mehr, er wollte einfach die Welt sehen, reisen und naja, damals bat eigentlich diese soldatische Karriere diese Möglichkeit. Und ja, seine Lebensgeschichte wurde dann in einem Roman von dieser kanadischen Schriftstellerin aufgearbeitet, aufgrund sehr vieler Interviews, die diese Dame mit ihm geführt hat. Und es war auch ein eigenartiger Lebensweg. Also nach dem Krieg war er in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, er wurde dann aber Ungarn überliefert. Danach wurde die Familie nach Deutschland vertrieben und wieder aus Abenteuerlust hat er dann emigriert in die USA und später nach Kanada. Dann wieder eine andere Geschichte ist das von Johann Gassner aus Bartersek, der wahrscheinlich auch freiwillig in der Waffen-SS war. Seine Geschichte habe ich so kennengelernt, dass ich eigentlich einen Hinweis bekommen habe, dass in Bartersek jemand ein Tagebuch über die Waffen-SS hat, so einem, von einem Soldaten, der auch während des Krieges ums Leben kam. Und ich hatte die Ehre, auch dass so eine Kopie von diesem Tagebuch zu bekommen. Also es ist sehr, so, das ist Handschrift, sehr schwer zu lesen, aber auch trotzdem sehr interessant. Also das Tagebuch beginnt mit dem Satz: Gleich am ersten Tag Strafe bekommen. Es gefällt mir gar nicht hier. So, er war fast immer traurig. Er berichtet sehr oft darüber, dass er enttäuscht war von den ganzen Bedingungen, wegen dieser ganzen harten Disziplin in der Waffen-SS, dass sie wegen alles bestraft wurden. Das sogar sehr, sehr streng. Und sein anderes Problem, was ein bisschen auch die menschliche Seite dieser Geschichten einleuchtet oder einblendet, dass er wahrscheinlich frisch verliebt war, als er einberufen wurde. Er schreibt sehr viel über eine junge Dame, die sie sehr vermisste.
Das ist natürlich auch sehr traurig, besonders wenn man weiß, dass dieser junge Mann den Krieg gar nicht überlebte. Er fiel entweder 1944 oder 1945. Wir wissen es gar nicht wo. Natürlich, damit endet auch sein Tagebuch. Beata Markus hat in letzter Zeit sowohl in Ungarn als auch im Ausland mehrere Vorträge über ihr Forschungsthema gehalten. Es scheint so, dass die Zeit gekommen ist, wo man schon über diese heikle Frage sprechen darf. In unserer Sendung nächste Woche setzen wir das Gespräch mit ihr über die persönlichen Geschichten fort.